Hallo ihr Lieben, ich habe wieder ein Lieblingsbuch für euch dabei und zwar ist es dieses Mal ein Jugendbuch. Es heißt Unten von Maja Illisch und ist erschienen bei Dressler. Ich habe es schon im letzten Jahr gelesen und habe jetzt festgestellt, dass ich gar keine Rezension dazu gemacht habe, obwohl ich das eigentlich super gut fand. Deshalb kommt die jetzt ein bisschen verspätet, aber das macht ja nichts. Es geht in diesem Buch um ein junges Mädchen, Nevo. Nevo lebt in einem Hochhaus und zwar auf Zinnober 4, das ist das Stockwerk. Und ja, in diesem Haus ist alles ein bisschen anders, als man das normalerweise kennt. Also es gibt eine Hausverwaltung, die stellt sehr, sehr viele Regeln auf und wer sich nicht an diese Regeln hält, der kann seine Wohnung verlieren und muss dann im Haus weiter nach unten ziehen. Und das möchte keiner, denn je weiter man nach unten zieht, desto schlimmer werden die Lebensbedingungen. Jetzt ist natürlich Nevo aber ein junges Mädchen und die spielt natürlich auch gerne mal Fang, was natürlich auch absolut verboten ist von der Hausverwaltung. Und sie spielt gerne zusammen mit ihrer besten Freundin Yuma. Und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden werden natürlich ja, quasi erwischt. Yuma schafft es noch irgendwie in den Wäscheschacht zu klettern und sich da zu verstecken. Nevo wird aber wirklich, kriegt einen ordentlichen Einlauf, hat aber noch mal Glück und wird nur verwarnt. Ja, und möchte dann ihre Freundin Yuma wieder aus dem Wäscheschacht holen und die ist aber auf einmal verschwunden. Und Nevo geht dann erstmal nach Hause und am nächsten Tag, als sie ihre Freundin dann abholen möchte, weil sie dachte, die hat es vielleicht doch irgendwie dann in die Wohnung geschafft, steht auf einmal ein wildfremdes Mädchen in dieser Wohnung und sagt, dass sie Yuma ist und dass es eine andere Yuma auch nie gegeben hätte. Ja, und so beginnt für Nevo ein Abenteuer, denn Nevo weiß natürlich, dass das nicht die richtige Yuma ist. Und auch wenn die Erwachsenen und die Lehrer alle so tun, als hätte es diese andere Yuma nie gegeben, Nevo weiß das natürlich besser, denn das ist immerhin ihre beste Freundin. Und sie beschließt, auch in den Wäscheschacht zu steigen und ihre Freundin wiederzufinden. Und so beginnt für sie eine Reise durch dieses Hochhaus, in dem sie natürlich immer weiter nach unten muss. Und ja, es geht so ein bisschen darum, nicht nur die Freundin wiederzufinden, sondern auch rauszukriegen, was denn überhaupt mit diesem Haus los ist. Denn sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen wissen eigentlich gar nicht viel darüber, wie dieses Haus funktioniert. Sie wissen nur, es gibt diese Hausverwaltung, die alles überwacht und dass man nicht weiter nach unten ziehen möchte. Und auf ihrer Reise trifft sie natürlich einiges an Leuten und ich fand, es ist eine Mischung ja, aus Krimi und Roman, kann man schon fast sagen, weil es ist auf der einen Seite wirklich super, super spannend. Es ist auch teilweise ein bisschen düster und manchmal auch ein bisschen gruselig, was ich sehr, sehr cool fand. Und es hat aber natürlich auch so eine kleine, ja, wie soll ich sagen, eine Moral oder man könnte vielleicht sagen, es ist irgendwie irgendwo eine Parabel auf unsere Gesellschaft natürlich, weil eben die Leute, die ganz oben im Haus wohnen, haben wahnsinnig viel und die Leute, die ganz unten im Haus wohnen, haben wahnsinnig wenig. Und es geht auch ein bisschen darum, ja, wie sich das Zusammenleben so von Stockwerk zu Stockwerk verändert. Es ist manchmal so ein bisschen surreal fast schon und es liest sich manchmal wie ein Traum. Und ich fand, es ist einfach eine total spannende Kombination. Ich habe es wirklich wahnsinnig gerne gelesen. Ich konnte es auch nicht mehr aus der Hand legen. Ja, und deshalb ist es mein Tipp diese Woche für euch von Maja Illisch unten.